Wait, hold up! Better this back in game! Gestern habe ich ein bisschen Pause gemacht. War doch hoffentlich okay, oder? Ey, du ohne Leben. Wo ist das nächste Video? Okay, chill, komm runter. Okay, ich weiß Bescheid. Sorry, kommt nicht wieder vor. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr kennt das doch bestimmt alle, wenn man so gemütlich in der Bahn sitzt und einfach nach Hause fahren will. Und dann kreicht auf einmal eines von diesen Dingern los. Von diesen Babys. Ich sag euch ehrlich, mich f***t sowas unnormal ab. Und den Typen hier, dem reicht es komplett. Alter! Einfach so ein Asozialer in der Bahn. Halt deine Fresse, du Wanst, Alter! Er spricht das aus, was wir uns alle denken. Ehrenmann. Und man muss auch sagen, es hat wirklich funktioniert. Alter, Fresse, du Wanst, Alter! Er hat halt eine beruhigende Wirkung auf Kinder. Im Leben ist es immer mal gut, die Komfortzone zu verlassen. Und das kann man auf unterschiedlichste Art und Weisen machen. Ein Teil der Leute geht am Morgen eiskalt duschen. Die anderen gehen täglich zum Sport oder erleben krasse Dinge, die man sich eigentlich nicht traut. Genauso wie der Typ im nächsten Video. Ich kann jetzt und hier schon mal sagen, dass ich sowas auf gar keinen Fall in meinem Leben machen werde. Das ist straight up die Hölle. Und Lil Bro daneben hat gerade den Spaß seines Lebens. Das waren 20.000 Lego-Bausteine. Ich denke schon, ich sterbe, wenn ich nur auf einen einzelnen getreten bin. Und was macht der da bitte? Naja, immerhin hat er sich getraut und ist keine Pussy. Ich mach das erste Mal meine Wäsche. Soll sowas passieren? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ja, das ist völlig normal, natürlich. Nein, natürlich nicht. Was hast du gedacht? Bist du dumm? Sowas sollte, glaube ich, nicht passieren. Wie viele Decken hast du da überhaupt reingepackt? Ganze Mannschaft kann sich damit zudecken. Und erklär das mal deiner Mutter. Ich weiß echt nicht, was mit mir geschehen würde, hätte ich unsere Waschmaschine so auseinandergenommen. Ja, viel Spaß beim Saubermachen. Was macht Lil Bro da? Er denkt auch, er ist am Chillen. Hell yeah, der entspannt nach einem anstrengenden Tag ein bisschen. Einfach mal die Beine hochlegen. Das ist der realste Lobster, den ich im Game kenne. Keep it up, Bro, keep it going. Sagt mal ehrlich und beantwortet mir die Frage wirklich in den Kommentaren. Ist hier jemand dabei oder kennt vielleicht jemanden, der einen Job als Maskottchen hatte? Ich meine, wer meldet sich für sowas freiwillig? Man kann doch tausend andere Dinge machen, um an Cash zu kommen, als sich stundenlang in so ein warmes Ding zu stecken, wo man nicht mal drin atmen kann, um dann am Abend komplett verschwitzt und versifft stinkend da rauszukommen. Ehrenlos ekelhafter Job. Und am Ende ergeht es einem noch so wie ihm hier. Der Arme hat doch nur versucht, seinen Job zu machen. Also falls man es auch noch nicht vorher verstanden hat, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo jeder wissen sollte, dass man den Job wechseln muss. Und wer stellt am Ende eigentlich die Boxen wieder auf? Ey, das ist so ehrenlos. Die haben da einfach Wrestling gemacht. Ja, da hilft echt nur noch kündigen. Kündigen, kündigen, kündigen. Naja, ich hoffe, das gibt euch ein bisschen Motivation in der Schule durchzuziehen, weil ihr wollt doch nicht wirklich so enden, oder? Ich glaube nicht. Deswegen strengt euch an. Und apropos Schule, ich glaube, das hier wird jeder fühlen. Ich hab morgen eine Klassenarbeit und ich lerne gerade und ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Ich check das nicht. Und ich habe zwei unterschiedliche Sachen an. Und ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich hasse Schule. Ey, die Arme tut mir so leid. Aber ich fühle das so sehr. Genauso habe ich mich vor jeder Arbeit gefühlt. Obwohl... Ich habe eigentlich selber nie gelernt, deswegen kenne ich das doch nicht so gut. Ich wünsche der Arm wirklich alles Gute und ich bin echt gespannt, was in dem Test rauskam. Obwohl,
Wenn ich alle diese Blätter hier sehe und dies, das, sie ist safe so eine, die genauso heult vor der Arbeit und am Ende schreibt sie eine 1. Genau so wird das ablaufen, während ich wie immer die klassische Standard 4 abhole. Super, klasse, geil. Blatt wollte 25 Euro für ein Bild von mir auf der Achterbahn. No, 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 no. Bruder, der verteidigt das mit seinem Leben. Stellt euch mal vor, jemand versucht euch daran zu hindern, ein Bild zu machen von einem Bild von euch selber. Das ist sowieso der größte Scam auf Erden. Deswegen richtige Entscheidung, das einfach abzufilmen. Und wenn er nicht der Mitarbeiter des Monats wird, dann weiß ich auch nicht. Der Typ steckt wirklich Schweiß und Blut in den Job. Bro, really sad dad. Totenkopf-Emoji. Ist mir ein bisschen zu politisch, muss ich sagen. Ich äußere mich lieber nicht dazu. First date and she started vlogging. Oh mein Gott, Bruder, ich würde wegrennen. Ich glaube, eine Vloggerin als Freundin haben ist crazy anstrengend. Ich hätte lieber eine ASMR-YouTuberin als Freundin. Das wäre wirklich nice. Aber um hier mal drauf zurückzukommen, stellt euch vor, ihr wollt irgendwo entspannen mit eurem Girl an der Seite. Seid richtig gechillt, genießt den Moment und auf einmal neben euch... Yo, was geht ab YouTube? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin hier am Chillen mit meinem Freund und guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Es wird sich lohnen. Ja, ja, ich würde dann safe Schluss machen. Das war's dann auch. Real Talk, vorbei. Und hier im Restaurant so zu vloggen ist auch schon viel zu krass. Das ist echt... mir viel zu raus. Also wenn ich so ins Restaurant gehe, dann will ich das so genießen. Einfach nice und lecker essen. Naja, und andere gehen halt dorthin, um lustige Videos zu drehen. Genauso auch wie dieser Typ hier. Und zwar macht er im nächsten Video so eine Challenge, dass wenn der Kellner kommt und ihm Pfeffer drauf machen will mit so einem dicken Streuer, sagt er einfach immer weiter und hört nicht auf. Oh yeah, I love that shit. Good stuff. Yeah. Also erstmal sieht das Essen schon ziemlich nice aus. Ich verstehe nicht, wieso man sich das jetzt selber zerstört für ein lolliges Video. No, keep it coming, please. If you don't mind, bury that shit. Oh yeah. Mmm. Yeah. Keep it coming, please. Jetzt kann man das schon nicht mehr essen. Es ist jetzt schon komplett versaut. Das Gesicht von dem Kellner ist auch geswitcht von fröhlich zu What the f***, was geht hier ab? Mm, yes. More, please. Thank you, sir. Mm. I can smell it too, yeah. Holy shit. Look at the table. It's like ants everywhere now. Thank you, sir. You got it? No, no, please, a little bit, just a few more on that one. Der Arme musste auch schon die Hände wechseln, weil er nicht mehr kann. Und er dachte auch, er kann schon aufhören. Move, yeah. Alright. Dude, it looks like, wow. It looks like you're, pepper salad. You're crusting it now. That's enough, I think, maybe. Thank you, sir. Very nice of you. Was ist denn mit dem Essen passiert, ey? Eigentlich musst du ihm am Ende jetzt nochmal zurückrufen und sagen, dass ein bisschen zu viel Pfeffer auf dem Essen ist. Das wäre ein ehrenwertes Ende gewesen. Aber so auch schon stark. Ich frag mich, ob er das wirklich gegessen hat. Ich glaube, das ist wirklich eine Nummer zu pfeffrig. Flotte Dinge, die er tun kann, damit sie komplett auf ihn steht. Okay, mein allerbester, du musst mir jetzt ganz genau zuhören, weil ich glaube, das ist einer der krassesten Tipps, die ich jemals gegeben habe. Ich schwöre. Ich glaube, das Herz jeder Frau schlägt bei dieser Sache höher. Und es geht an die Autofahrer da draußen. Ja, super. Das erste Problem ist direkt, ich habe noch keinen Führerschein. Das war's auch direkt. Klasse. Danke für den Tipp. Ihr seid zu zweit im Auto unterwegs. Du musst bremsen. Und es wird eine eher härtere Bremsung, ja? Und weil du einfach der tollste Mann auf der Welt bist, du streckst den Arm nach ihr aus, damit sie nicht zu weit nach vorne gestoßen wird von der Bremsung. Es gibt nichts Aufmerksameres als das. Und ich glaube, jede Frau liebt das. Ich bin Gwendo und ich bin die Statistist, die du nie hattest. Ja, wirklich nochmal danke für den Tipp. Ich glaube, wenn ich das machen würde, würde das so aussehen. Danke für den Tipp. Sie hat sich safe in mich verliebt.
Ach ja, und habe ich euch schon erzählt, dass auf meinem anderen Kanal Baba Memes genau jetzt auch ein geiles Meme-Video online gekommen ist? Ich küsse jeden, der das auch mal abcheckt. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, dass ich sowas voll mit Pfeffer esse, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Peace out.